So, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Bioshock, zusammen mit Wirti. Hi! Kennt ihr Wirti? Ich kenne Wirti. Okay, Kamera ist dead. Wieso? Oh, schießt jetzt auf dich. Ah, okay, das funktioniert auch. Interessant. Ey, wieso war die Kamera kaputt? Weil das Ding wahrscheinlich draufgeschossen hat. Aber warum? Weil das die Kamera doch mit dem anderen Ding abgeworfen hatte. Ja, aber das macht das bloß die Kamera andere als Feinde erkennt. Ich weiß es nicht wirklich, ich weiß es echt nicht. Vergesst mir das einfach. Elektrobolt 3. Oh, ich glaube, du bist kurz vor deiner zweiten Impfung. So, ich hoffe. Oder? Oh Gott, was ist. Alter, da hat Big Daddy! Einen Arm verloren. Ja. Schütze. Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Souchon, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Göhren geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Aber bitte. Ja, hau ab! Vielleicht, wenn ich dieses genetische... Weg da! Wenn ich sie verändere und... Hau ab, du dreckiges kleines Miststück! Oh, das ist Souchong, oder? Ich glaube, die Beschützerhaltung hat doch funktioniert. Oh, das ist positiv. Denke. Oh Gott. Ich hatte abgelenkt. Du bist jetzt frei. Souchongs Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Man. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Oh, du bist echt gut vom Ende. Ein Gebiet noch und dann bist du bei Fontaine. Was? Fontaine ist der Boss? Ich war doch mal schön. Keine Ahnung. Ich glaube, du kämpfst einmal Schuss gegen Big Daddy, aber. Ich würde dich spoilern. Du bist übrigens auf meiner Seite. Ja, dann renne ich in die Schussbahn. Der könnte sich natürlich auch ein bisschen mit dem Links beilen. Beim Töten. Was? Müsste ich das nicht machen für ihn. Er ist auch wahr. Heile deine Verletzungen, indem du im Handumdrehen mit dem neuesten... Verbandsgast für dein... Ja, das könnte dir echt nicht schauen. Krieg ich einen Gatherith Garden? Du kannst auch einen Eve selber wegmachen. Alter, gerade. Alter, ich mach das. Ey. Ich mach die Dings mit einem Schlag kaputt. Die Drohne. Aber wenn ich ihr ins Gesicht schlage, das ist natürlich. Okay, du hattest zwar eine Frau, du haust ein bisschen sanfter bei einer Frau zu. Da brauchst du schon vier Schläge, damit sie stirbt. Die bauen überall momentan diese Teile auf. Ja, wie bei mir in der Stadt. Tommy. Ja, yeah, scheiß drauf. Ja, yeah, das ist ein bisschen gutes Stück mehr Gesundheit. Ich kann immer noch nicht zu Hause anrufen. Ruf nach Hilfe! Welches zu Hause? Richtig. Was ist das? Papa Souchong ist tot und Mama Tenbaum. Ja, die ist auch da. Will eigentlich nicht wirklich was von uns wissen. Weiß ich nicht. Klang zumindest so. Ich meine, sie hilft dir. Damit du Fontaine aufhältst.
bin er oben! Ja, was? Ja. Interessant. Perfekt ausgereift das Spiel. Ja, Domi, das ist ja kein Remaster oder so. Richtig, richtig. Ich meine, wenn es ein Remaster wäre, dann hätte man das alles behoben. Ja, ja, noch vermutlich. Eine, warte, was war das? Was ist eine Augenwäsche? Säure, wenn du mit Säure in Kontakt warst. So sieht das Teil aus. Denke. Und da spritzt dir Wasser in die Augen. Ja. Das ist wahrscheinlich super unangenehm, aber wahrscheinlich weniger unangenehm als Säure nichts in den mehr Augen. Sehen. Ja. Nie so ein Teil gesehen. Ich auch nicht. Plötzlich ist es so ruhig. Ja. Ich bräuchte übrigens zwei Big Daddies mit einer. Oh Gott. Ich hätte nichts sagen sollen. Was hättest du nicht sagen sollen? Achso. Das war okay. Ich schicke dir Säure. Was schickt er dir? Säure? Ich dachte, soll schon. Keine Sorge, hinten ist eine Augenwäsche. Eine Säure kann mir gar nichts. Ich hab's auch laut gesagt. Ich hab's laut gedacht. Okay. Oh. Damit du das Fing! Genau das Fing! Oh, Alter! Was war das denn für eine. Aber das war wenigstens schaffbar, da sind die Dinger wenigstens irgendwo am Rand und nicht direkt, wenn du startest. Ja. Das war. Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin! Hilf, Vater! Das ist Blasphemie, mein Freund, das ist Blasphemie. Ja! Yeah. Gott ist ein großer, haariger Mann mit weißen Haaren. Ich weiß nicht, ob er weiße Haare hat. Auf jeden Fall hat er einen weißen Bart. Das meinte ich. Ist ein Bart keine Haare? Nein! Ich habe einen Bart und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Haare sich anders anfühlen als mein Bart. Ergo, Bart ist kein Haar. Sondern? Bart. Kann es sein, dass die. Legt euch mal hin. Brenn doch endlich, Jesus. Brenn! Feuer ist heiß. Ja. Ach ja, dein Big Daddy, das, was du meintest, du hast recht, du brauchst noch wie viel? Zwei? Zwei. Yay. Ich schicke dir Seuchen. Seuchen. Oh. Ja, es läuft. Okay. Oh, die sind aber alle auf Schwierigkeitsgrad. Ist schwer. Ja. Domi, wusstest du eigentlich, dass Mario Maker schwer gar nicht mal so schwer ist? Nicht einfach und nicht normal, sondern Mario Maker schwer ist gar nicht mal so schwer. Mario Maker schwer ist gar nicht mal so schwer? Ja, nicht einfach und nicht normal, sondern Mario Maker schwer ist gar nicht mal so schwer. Aber es muss Mario Maker schwer sein, weil es steht Mario Maker schwer dran.
Nein, 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 nein. Wenn er das sagt, dann ist es nicht so. Wer hat es denn gesagt? Keggy. Okay. Oh, nee, dann kann sie stimmen. Vor jedem Mario Maker Dreh. Abfällt. Tommy hat übrigens Apfeltee probiert. Ja, ich fand's nicht so gut. Hast du ihn gezuckert? Natürlich nicht. Problem Nummer 1. Hast du ihn zu lang ziehen lassen? Das denke ich nicht. Problem Nummer 2. Das denke ich nicht, dass ich ihn zu lang ziehen lassen habe. Ja, Problem Nummer 2. Hättest du machen sollen. Ja, wahrscheinlich ist er echt einfach. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn mir auch nicht gut vorgestellt. Das Ding ist, ich hätte mir echt gewünscht, dass er einfach ungezuckert gut schmeckt. Ich habe nichts anderes erwartet. Simon, hilf mir schon! Wird schon alles klappen! Wart's nur ab! Rapture ist beim Teufel! Überraschung! Oh, was? Da war noch einer. Okay. Er hat mich kurz erschrecken. Das ist okay, denke ich. Klar. Tommy, drück du mal H für heilen. Du brauchst immer noch einen Big Daddy. 2. Richtig. Du glaubst, Ryan würde sich auf dich kümmern, wenn du am Boden liegst? Falsch! Fontaine ist der Mann, der die Falsch gemacht hat, sich anfing, die Wohltätigkeit. Lass ihn das regeln. Das war ein guter Schuss. War das geregelt? Das friert er nur ein. Ja, ich merk's grad. Hä, war die... Willst du sie nicht gerade noch hier? Die ist hochgerannt. Scheiße! Wo ist er hin? Das ist mein Spruch! Was erlaubst du dir? Bring ihn um! Schaut dir einfach meinen Spruch! Schreit nur. Okay. Ionisches Skill habe ich leider nicht mehr. Feuer war gut. Hi, Big Daddy, der ist immer noch schnickig. Oh, du bist tot. Nee, kriegst du keinen Verbandskasten. Da kriegst du einen Verbandskasten. Wo? Dass es nicht durch den Zaun geht. Echt? Das war definitiv das, was ich wollte. Das war definitiv das, was ich wollte. Mit der links draufhauen. Warum ist er abgehauen? Warum ist er abgehauen? Ich bin gestorben. Beruhigt euch hier beide mal. Bleibt cool, okay? Bleibt cool. Das ist dämlich. Ich finde es übrigens super interessant, dass die Little Sister auch quasi unverwundbar ist. Hier habe ich ihn auf einmal so schnell getötet gehabt. Ha, für heilen. Ich weiß nicht. Ich hätte gerne langsam mal wieder ein Gatherer im Garten. Ja, ist ein guter Punkt. Ich lasse mittlerweile. Ich kann nicht mal so viel.
gar nicht mal so viel. Gut, fehlt noch einer. Die Leute haben gelernt, mir zu vertrauen. Mir, Rhymes Geliebter. Nein, sie haben mich nicht verstoßen. Sie haben mich schließlich sogar zu Atlas gebracht. Ohne ihn würden die Menschen vom Apollo Square aufgeben. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Aufstand gegen Ryan anführen würde. Aber er hat nur geseufzt und gesagt, er sei kein Befreier. Befreier würde es gar nicht geben. Und die Menschen würden sich schon selbst befreien. Ich habe immer geglaubt, Andrew Ryan sei ein großartiger Mensch. Wie dumm ich doch war. Sie ist der Boss des Spiels. Ja. Von Tennis ist aber nicht besser. Aber Atlas. Atlas ist besser. Ja, Atlas ist besser. Ja, Atlas. Atlas ist cool. Er wollte nur seine Frau und seine Kinder rausholen. Ja, und uns helfen. Ja, das auch. Gott, wie ich den Typ nicht leiden kann. Wen jetzt? Atlas oder Fontaine? Beide. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei Atlas. Ach, wirklich? Hatte ich. Ja, jo. Aber es war nicht so schlecht. Also es war nicht so... Es hat mich betroffen. Was dachtest du denn, was passieren wird? Weiß nicht, einfach nur, dass er mich vollkommen verarscht und... Hat er. Das ist wahr, aber... Na, eigentlich hat er dich nur benutzt. Aber es ist anders gekommen, als ich dachte. Wie willst du sowas vorhersehen? Ja, das ist wahr. Ja, dann musst du gut sein, wenn du das kannst. Das ist einer der coolsten Cliffhanger, nicht Cliffhanger. Gott, Plot-Twist, ich kenne. Das ist wahr. Das hat man wahrscheinlich auch in meiner Reaktion gemerkt, dass ich da auch ein wenig überrascht war. Oh, ich weiß noch meine Reaktion damals. Oh, weiß ich auch. Hä? Nein, du musst wissen, ich habe das Spiel doch von Gronkh gesehen. Und danach selber gespielt. Ja. Gronkhs Reaktion war auch schön. Wie war Gronkhs? Weißt du, wie lange es her ist? Ich weiß nur, dass sie lustig war. Es ist Jahre her. Warum gehe ich hier eigentlich gerade hoch? Jetzt wollte ich dich auch gerade fragen. Was suchen wir nochmal? Ich meine, wir haben jetzt das Zeug bekommen. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir sollen zu Fontaine gehen. Moment, Matt. Geh zum Point Prometheus. Ja. Genau. Und davor drücken wir uns gerade. Ja. Du bist zu einem optionalen Gebiet anscheinend. Ne, du suchst doch noch einen Big Daddy. Genau. Vielleicht gibt es hier oben was Schönes. Hoffe. Sie kam auch für die Rolle in Frage. Ich kann mich an die Stelle erinnern, aber ich weiß nicht mal, was hier war. Gefunden. Ah, oh, da kommst du durch. Oh, Secret. Ui, wie ein Ninja. Nichts und niemand hält mich auf. Was? Oh, hey, was geht? Es geht. Es geht. Cool, Dude. Yeah. Hier ist absolut kein Secret. Mit so ein bisschen Verbandskisten. Hui! Oh wow. Nope, da warst du schon.
Da war ich auch. Ja, da warst du noch nicht. Und hier war ich noch nicht. Gib mir ein Geschenk! Was? Atlas lebt! Atlas lebt! Ist da jemand? Kamera, Kamera, Kamera! Shit! War draußen vor der Tür, war doch so ein. Aus dem Weg! Tür! Mach sowas nicht! Legt euch mal ein bisschen schlafen. Her. Weiß ich nicht. Oh Gott. Ja, sie schafft aus. Halbwegs. Aber irgendwann hat man auch Kenntnis mit drauf. Ja, es ist positiv, du bist ja fast durch. Ja, und dann kann ich mich beim zweiten Teil durch das Sekten quälen. Nein, da ist das Sekten angenehmer. Oh, das ist Belohnung. Gut, nimm das, dann kriegst du ein Achievement. Alle Upgrades für 4 Waffen. Kann man alle Upgrades für alle Waffen holen? Dann müsste es ja noch 4 geben. Oh, das ist nützlich. 4 Überlastungsplatten weniger. Ja, das nehmen wir mit. Gegen das. Was hat das gebracht gehabt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube günstige Preise oder so. Ja, das macht nichts. Wenn man schon bescheißt, dann sollte man richtig bescheißen. Atlas war der größte Schwindel aller Zeiten. Ryan wollte Frank Fontaines Kopf. Oh, noch eins. Ich habe ihm seinen Wunsch erfüllt. Dank Atlas hatte ich ein neues Gesicht, eine weiße Weste und eine saubere Akte. Jetzt ist es an der Zeit, Rapture zurückzuerobern und... begeistert sein. Oh, Mrs. McClintock, was machen Sie denn hier? Oh. Lassen Sie mich das schnell abstellen. Was? Das war Fontaine? Wir haben heute außerhalb des Zauns einen Überfall durchgeführt. Wir haben einen Big Daddy ausgeschaltet und 31 Schrotpatronen, 4 Splitterhandgranaten, eine Schrotflinte und 34 Adam abgestaubt. Wir haben dabei McGee, Epstein und Barrett verloren. Aber wir haben einen dieser verfluchten Big Daddies erwischt. Sie mussten dem kleinen Mädchen schreckliche Dinge antun, um an das Adam zu kommen. Aber wir haben nicht damit angefangen. Das war Ryan. Ich freue mich schon darauf, es Atlas zu erzählen. Er wird begeistert sein. 34 Adam. Das ist nicht viel. 34. 34 Adam. Was in dem Safe ist und in dem Geschenk, sehen wir im nächsten Part. Nein, ich will wissen, was da drin ist. Und so lange? Den Arm da runter! Danke. Macht sie besser. So ist gut. Hast die Füße so im Bild gehabt. Freut euch über 34 Adam. 34 Adam. Weißt du, was besser als 34 Adam ist? Erzähl ich im nächsten Part. Das ist ein Cliffhanger. Schaltet beim nächsten Part rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.